Es kommt zu einem Millionenregen für den FC Bayern München. Grund ist der Mann im Hintergrund, der Transfer von Joshua Zirkzee zu Manchester United. Was die Bayern daran mitverdienen, obwohl sie gar nichts dafür können, darüber sprechen wir gleich. Zudem gibt es neue Pläne des DFBs. Sie wollen Toni Kroos halten, aber in welcher Funktion? Darüber sprechen wir gleich. Und neue Aufregung in England. Der Schiedsrichter Felix Zweier wird ihre Halbfinalpartie pfeifen und das sorgt für Unmut auf der Insel. Warum? Auch darüber sprechen wir gleich. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Bundesliga zu verpassen und natürlich auch alle anderen Ligen dieser Welt. Und checkt doch gerne mein Instagram ab, buddy-insight für, ihr wisst es ja, noch mehr News. Aber damit gehen wir doch rein in das erste Thema, der Transfer von Joshua Zirkzee zu Manchester United. Der soll sich jetzt auf der Zielgeraden befinden. Demnach ist es so, der Spieler hat sich mit Manchester United geeinigt, er wird wohl neuer Teil der Red Devils. Manchester United, sie werden die 40 Millionen Euro Ausstiegsklausel ziehen. Er wird einen langfristigen Vertrag bei den Red Devils unterschreiben. The Athletic hat darüber berichtet, der Wechsel zum AC Milan ist nun komplett geplatzt und er hat sich für Manchester United entschieden. Der FC Bayern München, sie kassieren kräftig mit. 40 Millionen war wie gesagt die Ausstiegsklausel. Man hat damals tatsächlich durch den Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidžić eine 50%ige Weiterverkaufsgebühr in den Vertrag mit reingesichert. Und ja, mein Mathe ist nicht das Beste, aber 50% von 40 Millionen Euro. Die Bayern werden 20 Millionen Euro einnehmen für einen Transfer, wo sie eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Und das muss man ja wirklich Sportvorstand Hasan Salihamidžić mal zugute halten. Das hat er richtig, richtig gut eingefädelt. Denn dass Joshua Zirkzee damals schon vielleicht das Potenzial hatte, mal ein teurer Transfer zu werden, das hat er gesehen. Und man muss sagen, er hat sogar einen Marktwert von 50 Millionen Euro. Also dementsprechend hätte man hier sogar drüber nachdenken können, wäre diese Klausel nicht in seinem Vertrag gewesen, die Ausstiegsklausel, dass die Bayern noch mehr Geld kassieren würden. Und das, obwohl er eigentlich nur eine einzige Breakout-Saison gehabt hat in der letzten Saison. Da hat er richtig gut performt. In 34 Spielen in der Serie A kam er auch zum Einsatz. 11 Tore, 5 Assists. Das ist gar nicht mal so viel, finde ich. In der vorherigen Saison 19 Einsätze, 2 Tore, 2 Assists. Klar, bei Bologna hat er maßgeblich damit auch dazu beigetragen, dass man es jetzt in die Champions League geschafft hat. Eine gute Saison gespielt. Sie wollten ihn auch gerne halten. Und in der Serie A, da hat er sich wohl pudelwohl geführt. Jetzt zu Manchester United. Ich bin mal gespannt. Ein Club mit viel Historie. Ein Club, der aber auch bei seinem Ruf in den letzten Jahren sehr gelitten hat. Auch eine Rückkehr zum FC Bayern München wurde ja immer mal wieder diskutiert. Wollte er selber aber wohl nicht, denn er will natürlich nicht auf die Bank mit seinem jungen Alter sich hinter Harry Kane hinsetzen. Das macht für einen 23-Jährigen absolut keinen Sinn. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wie er dann bei eben seinem neuen Club Manchester United performen wird. 100% fix ist es noch nicht, aber ich glaube, es gab sogar schon das Here We Go von Fabrizio Romano. Was jetzt aber wohl fix sein könnte, ist, dass Ronald Araujo wohl länger ausfällt. Es könnte sein, dass Barcelona monatelang auf ihren Verteidiger aufpassen muss. Es gibt noch keine exakte Diagnose. Er wurde aber tatsächlich im Spiel im Copa America Viertelfinale gegen Brasilien, musste er in der 33. Minute vom Platz getragen werden. Die Mundo Deportivo hat jetzt berichtet, es ist wohl so, dass er tatsächlich wegen einer Oberschenkelverletzung rund 8 Wochen ausfällt. Aber es ist noch komplett offen. Also diese Diagnose, die ist jetzt vom gestrigen Tag. Bis dato sind noch die Untersuchungen noch gar nicht richtig vorangeschritten. Denn der Bereich am Bein soll noch so geschwollen sein, dass es aktuell keinen Sinn macht, weitere Untersuchungen durchzuführen. Dementsprechend ist es noch nicht ganz klar, wie es da weitergeht. Er war ja auch ein Transferkandidat der Münchner. Damit ist das Thema definitiv auch durch. Denn jetzt wieder 8 Wochen ausfallen, damit auch die komplette Vorbereitung, die ersten Spiele verpassen. Da muss der Junge erstmal wieder reinkommen. Sehr, sehr bitter. Ich glaube, sie haben sogar das Copa Amerika-Finale gegen Brasilien sogar noch verloren, oder? Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Ah ne, sie haben 4-2 im Elfmeterschießen gewonnen, sorry. Hier gleich mal Fake News verbreitet. Und von daher noch bitterer, dass er da nicht weiter mitspielen kann. Was sagt ihr dazu? Habt ihr es mitbekommen? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bleibt Toni Kroos beim DFB? In einer separierten Funktion erhalten. Natürlich nicht als Spieler, falls das irgendjemand hier gedacht hat, dann nein, das wird nicht passieren. Toni Kroos wird seine Karriere beenden. Also wenn Toni Kroos nochmal in die Verlängerung gehen sollte, dann glaube ich nur auf sportlicher Ebene bei Real Madrid. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Aber selbst das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber Toni Kroos soll zurückgeholt werden. Der Europameister Andreas Möller, er fordert jetzt Toni Kroos, der soll unbedingt beim DFB-Team tatsächlich
vorhanden bleiben. Er soll da in irgendeiner Funktion neben dem Platz irgendwas noch mitmachen. Er hat natürlich dem deutschen Fußball so viel gegeben und er hat gesagt, der DFB sollte alles unternehmen, dass Groß mit seinen unglaublichen Erfahrungen in anderer Form am Ball bleibt, in welcher Funktion auch immer. Beispielsweise Taktiktrainer, rechte Hand von Julian Nagelsmann, irgendwas in der Richtung. Der Typ muss sein Wissen weitergeben, er muss junge Spieler vielleicht genau auf diese Position ausbilden. Wir haben jetzt 2 Jahre, um uns vorzubereiten, um diesen Abgang auch irgendwie wieder wegzumachen. Und deswegen finde ich die Kicker-Kolumne von Andreas Möller hier genau richtig. Und das passt auch zu den Medienberichten, was wir so grundsätzlich erfahren haben. Ja, der DFB und natürlich auch Real Madrid, die Clubs, sie gucken so ein bisschen, dass sie vielleicht Toni Kroos direkt mal in anderer Funktion übernehmen könnten, aber er, weiß ich nicht, ob er da richtig Bock drauf hat, hat jetzt ja auch noch mit Elias N97 die Icon Leagues, ein Projekt, was auch viel mit Fußball zu tun hat, wo auch viel Arbeit wahrscheinlich reingesteckt wird. Von daher bin ich mal gespannt, wie es bei Toni Kroos dann weitergeht. Wie es bei Toni Kroos weitergeht, einer seiner Nachfolger, das ist ja Jude Bellingham. Und genau wegen ihm gibt es aktuell heftige Diskussionen auf der Insel. Eigentlich nicht wegen ihm, sondern seiner Vorgeschichte mit Felix Zweier. Es gibt Diskussionen. Der deutsche Schiri Felix Zweier wird das Halbfinale zwischen eben England und der Niederlande pfeifen. Und jetzt haben die Free Lions, die Engländer, einen ersten Nachteil so ein bisschen befürchtet. Denn sie befürchten, dass Felix Zweier hier ganz klar auf der Seite der Niederländer wäre. Felix Zweier könnte nicht parteiisch sein, weil er noch eine Art Rechnung mit Jude Bellingham offen hat. Vor 3 Jahren, da hat Jude Bellingham noch bei Borussia Dortmund gespielt. Und da hatte Bellingham dem Schiedsrichter nach der 2:3 Niederlage gegen die Bayern indirekt Bestechlichkeit vorgeworfen. Er hatte darauf angespielt, dass das ja ein Schiedsrichter ist, der ja schon mal ein Spiel manipuliert hatte und der jetzt immer noch hier spielt. Für diese Aussagen musste er damals sogar eine Geldstrafe von 40.000 Euro zahlen. Ein Spiel von Borussia Dortmund durfte Felix Zweier, glaube ich, danach nie wieder pfeifen. Hintergrund war auch, dass das eine sehr, sehr strittige Szene war. Es ist 3 Jahre her, ich erinnere mich noch trotzdem 1:1 daran, dass diese 2:3 Niederlage gegen München, da habe ich auch als Dortmund-Fan, das wissen ja viele von euch, dass ich Dortmund-Fan bin, da habe ich auch sehr mit dem Schiedsrichter gehadert. Und da muss man sagen, da kann ich so ein bisschen England jetzt verstehen. Grundsätzlich hat aber auch zum Beispiel Luke Shaw gesagt, der Spieler, man muss respektieren, was die UEFA entscheidet, egal welcher Schiedsrichter kommt, für uns wird es keinen Unterschied machen. Und natürlich ist solch eine Aussage, die wird Felix Zweier immer noch in Erinnerung haben, aber was Jude Bellingham da gesagt hat, nur mal kurz am Rande, das sind auch Fakten, denn es gab damals den Vorwurf, dass Felix Zweier in einen Wettmanipulationsskandal im deutschen Fußball entwickelt war, ist schon lange her, 2005, damals wurde der Schiedsrichter Robert Heuser, glaube ich, dann auch quasi verurteilt. Zweier hatte mit Wissen davon und hatte es erst sehr, sehr spät preisgegeben. Von daher ist ein anderes Thema. Könnt ihr gerne mal googeln, euch ein bisschen da mal drin einlesen. Das soll nicht Thema sein. Trotzdem bin ich mal gespannt, wie Jude Bellingham, aber auch natürlich hier Felix Zweier aus deutscher Sicht performen. Und dann kommen wir ganz kurz noch zu einem letzten Thema. Moise Kean, der war ja auch mal, glaube ich, bei den Münchnern ein Thema. Jetzt steht ein Transfer wohl kurz bevor. Er wird wohl zur AC Florenz wechseln. 13 Millionen Euro Sockelablöse, 5 Millionen Euro Boni kommt oben drauf. Juve hat keine Verwendung für ihn. Er ist gestern beim Medizincheck gewesen. Die Vertragsunterschrift, die wird erwartet. Vielleicht ist es auch schon offiziell, wenn ihr das Video hier seht. Von daher, ja, muss man sagen, in der abgelaufenen Saison ohne Torbeteiligung bei 20 Einsätzen. Der 24-Jährige hat es nicht geschafft, die hohen Erwartungen, das hohe Potenzial, was ihm immer gesagt wurde, auf den Platz zu bringen. Und vielleicht ist es jetzt eben das, ich sage mal, bessere Ende für ihn, zu einem etwas kleineren Club zu wechseln, wo er dann vielleicht neu angreifen kann. Das soll es von mir gewesen sein, die Themen von heute. Wir hören uns hier morgen wieder. Und falls ihr es noch nicht getan habt, checkt den Hauptkanal ab, Bully-Inside, für auch mehr Bundesliga-News. Das war's von mir. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen, was haben wir denn heute? Dienstag. Bis dahin, Leute.